So Leute, und mit diesem schönen ruhigen Augenblick begrüße ich euch zu einer neuen Folge, und zwar zur Folge 44 von Eisenbahn Exe Professional in der aktuellen Version 9. Ja, beim letzten Mal waren wir stehen geblieben, unsere Hammerschmiede herzubauen, und auf der einen Seite ist es hier noch weiß geblieben. Da ich noch nicht weiß, was ich hier mache, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, soll ich das Ganze hier in einem kleinen Fluss innen lassen oder schon einfach hier direkt in der Mühle enden, in der Hammerschmiede enden lassen und hier vorne dann ein paar Grasränder machen, dass man hier das Wasser nicht sieht oder sowas in der Art. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, mir fällt jetzt dazu nichts ein. So, als erstes mache ich jetzt hier mal einen Hintergrund an, weil ich auch gefragt wurde, und das wäre doch nicht mal so eine schlechte Idee. So, das dauert jetzt kurz, und da ist er auch schon, unser neuer Hintergrund mit Bergen, wie in Bayern. Ja, dann schauen wir mal, was das hier ist. Eine Garage. Okay, erstmal entferne ich dieses Teil mal hier, das braucht keiner mehr. So. Und das ist also eine Garage oder auch ein Lagerhaus, je nachdem. Scheinbar eher ein Lagerhaus. Ob man das jetzt hier so gebrauchen kann, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Aldi-Markt gibt oder sowas. Genau, den gibt es. Das Ganze sieht so aus. Wir können uns jetzt überlegen, wo wir den hinpflanzen. Ich würde jetzt fast mal sagen, an die Straße da vorne. Hier vorne. Und dieses Teil hier nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht kann man das noch geschickt irgendwo einbauen. Nicht einbauen, sondern einbauen für euch. Immer mit meinem Bayerisch hier. Jetzt komm halt mit. So, Kollege. Danke für die Zeitverschwendung. Park jetzt auf der Straße. So, und blockiere alles. Ja, und zwar haben wir hier diesen schönen Aldi-Markt, aber jetzt schön ist, das kann sich jeder selbst ausdenken und zusammenreimen. Ich finde ihn eigentlich nicht mal so schlecht gemacht, obwohl er am Stand von EP6 ist. Nichts mit irgendwie 3D-Schaufenster oder sonst was. Aber ja, da verzichten wir jetzt einfach mal drauf, ne? So. Dann setzen wir den mal auf einen richtigen Winkel und probieren mal ein bisschen herum, was wir mit dem Kollegen hier so anstellen können und wie wir den einbauen. Das ist also nix. Ich nehme jetzt mal minus 90 Grad, das wäre doch schon eher mal was. Ich klamme hier einfach mal die Textur. Blauen bitte. Ja, halt Pinsel wäre nicht verkehrt. So, jetzt kann ich sie auch klauen. Und die muss man dann wahrscheinlich auch einfärben, wie mir das ausschaut. Genau, das Ganze vielleicht ein bisschen gelber. Dass es ein bisschen dazu passt. Aber solche Fliesen habe ich auch noch nicht gesehen. Ich könnte natürlich den Supermarkt hier auch ein bisschen absenken. Dann ohne Parkplätze hinbauen. Und das Ganze selber hinbauen.
Mal probieren, wie das aussieht. So. Dann müsste ich aber die Parkplätze selbst machen. Da gibt es ja auch wieder, habe ich bestimmt schon öfters erwähnt, Free-Modelle, die ich ja bei der Neuinstallation noch nicht installiert habe. Aber so würde das auch nicht mal schlecht ausschauen. Und hier hinten haben wir jetzt schon ein Lager, was ja eigentlich klar war, wenn man das jetzt noch dran baut. Mal sehen, wie das kommt. Also hier haben wir schon so eine Rampe. Genau. Gut, dann ist die eigentlich so gut wie überflüssig. Jo. Dann machen wir hier beim nächsten Mal Parkplätze, wenn ich die Modelle dabei schon installiert habe. Und jetzt schauen wir mal, was wir weitermachen. Und zwar könnte man hier dazwischen noch irgendwas machen. Als erstes mal Gras, diesen Rand hier noch, würde ich sagen, bis zur Straße hin. Es passt sogar noch hier vielleicht hin. Genau. So, und jetzt hier irgendwas dazwischen setzen. Vielleicht ein paar Bäumchen. Baum. Baum, Baum, Baum. Wie wäre es mit denen? Wie sieht es hier hinten aus? Ja, kann man jetzt nehmen. Gibt natürlich Besseres, was auch nicht schlecht wäre. Okay, den kann ich jetzt hier mal vielleicht so reinsetzen. Hier auch mal so einen Baum steht oder sowas. Sowas gibt es ja öfters. Sowas habe ich auch schon im Let's Show eingebaut. Also dass mitten in Münster auf, also neben der Straße solche, neben den Parkplätzen solche Lücken mal drin sind. Genau, und dann setze ich das hier mal ein. Ich hoffe, das passt jetzt einigermaßen. Den Rest passe ich dann natürlich an. Wie sieht es jetzt hier aus? Ja, da geht noch was. Wir essen jetzt die Form am besten so, ne? So, und jetzt muss ich noch einzelne Bäume für hier nehmen. Ich wollte eigentlich finden sagen zuerst, aber dann wurde ich schon fündig. Da kann ich ja auch die nehmen. Ich möchte aber jetzt eigentlich auch den Markt nicht zupflastern. Ne, ich glaube mal Bäume kommt hier nicht so gut. Das ist jetzt eine gute Frage, was man in so eine Lücke jetzt reinbauen kann. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommis schreiben. Dazu fällt mir jetzt leider nichts ein, wie es oft voll ist. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns hier noch ein paar schicke Häuser raus. So, momentan gibt es auch wieder richtig gute Nachlieferungen im Shop, was Häuser angeht.
Da werde ich mir jetzt nochmal einen Pock holen. Genauso sind jetzt neue Triebzüge rausgekommen, und zwar vom Typ Flirt. Gab es ja schon die BLB und einen Zug der ÖBB oder der SBB, glaube ich. Genau, SBB war es. Soweit ich weiß. Und jetzt ist auch draußen die Eurobahn und der Cantus Flirt. Eigentlich recht schöne Modelle von HP3, glaube ich. Ja, bin mir ziemlich sicher, dass die von HP3 sind. Also ich sehe das immer auf Facebook, wie manche von euch natürlich wahrscheinlich auch. Was das jetzt werden soll, kann ich leider nicht beantworten hier, weil ich selbst im Dorfbau verloren bin und nicht gerade weiß, wie ich es am besten machen soll. Ich versuche jetzt einigermaßen mal was Schönes hier hinzubekommen. Sprechen kann ich natürlich leider nichts. So, hier ist schon eine Tür, das passt aber eher zu einem Bauernhof aus. Ich bastel mir jetzt mal wieder einen Bauernhof zusammen. Und zwar hätten wir Platz. Wo hätten wir, wo wäre es denn am besten? Das wäre hier vorne nicht mal so ungelegen. Dann schleppe ich mal wieder ein Haus durch die Gegend. Hoffentlich wird es auch dann bald mal. Ich mache es jetzt mal in 2D. 2D. Ja, bald kommen jetzt ja auch EIP 10 auf den Markt. Oder besser gesagt EIPX, New EIP. Das neue EIP, Nachfolger von EIP 9 auf jeden Fall. Gehende Menschen sind drinnen. Zug. Und ja, es gibt ein neues Menü, was mir jetzt nicht so zusagt. Ob ich mir EP10 kaufen werde, weiß ich nicht. Ich denke mal nur die Plugins, und wenn es der Villa Rodé ist ja auch drin, der neue IC3 von der DB, Baureihe 407. Und wenn es den nicht im Shop dann gibt oder so, werde ich mir EP10 wohl oder übel kaufen. Wegen diesem Zug. Aber so richtig der Fan werde ich nicht davon werden. Ich werde bei EP10 bei EP9 bleiben. Was ich euch schon mal versprechen kann, ein Let's Play davon wird es zu 90% nicht geben, weil ich, vielleicht ein paar Tutorials dann, aber ich bleibe mit der Geschichte EPC mal draußen und warte auf 11, was da so kommt. Wie gesagt, ich bin sogar noch unschlüssig, ob ich es mir kaufen soll, weil, ja. Es überzeugt mich nicht so wirklich wie EP9. Wenn ich es mir kaufe, dann natürlich wieder Expert, weil mit der normalen Version kann man nichts anfangen, finde ich. Also kann man schon, aber Expert ist einfach eine Klasse höher. Das kennt man auch öfters. Ohne Expert wäre ich schon lange aufgeschmissen. So, jetzt muss hier dann in ein Gartentor oder sowas dazwischen. Genau, dann hört das Ganze hier vorne auf.
Weiter hinten kommen dann die Tiere. Ein Tor gibt es jetzt natürlich wieder nicht, wahrscheinlich. Viehzaun, eckig. Den nehme ich jetzt auch mal wieder her. Eine Schollwand könnte ich eigentlich auch mal einsetzen. Hier zumindest vielleicht. So. Mal sehen. Auf ein Dorf. Naja. Mal schauen. Also ein Tor gibt es scheinbar nicht. Ein verwendbares. Das ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Weil ein Tor ist jetzt hier auch kein Muss. Bei einem Bauernhof steht ja eh immer alles offen. Von dem her. Erstmal setze ich jetzt die Zäune zusammen. Und zwar wird das der Hühnerzaun werden. Zu diesem Hof werden viele Modelle hinzuführen und wir werden auch damit richtig ins Detail gehen, mit dem Ganzen hier. Nur mal sehen, wie genau und mit welchen Modellen. Ich laufe ja öfter mal in ein paar Modellen über den Weg, die was ich mir dann immer denke. Ja, die kann man gut fürs Let's Play hernehmen, für den Bauernhof oder allgemein für den Bauernhof. Und ja, das ist schon einiges vorhanden. Natürlich werden wir auch mal einen Traktor kaufen müssen, wie schon in der alten Anlage erwähnt wurde. Und jetzt kommen ja hier mal irgendwelche Tiere rein. Also, wie ich das gesehen habe, mit der Programmierung von den Tieren, von den Menschen in EP10, es ist wieder mal kompliziert. Also, man hat da nicht so wie bei den Tieren, dass man hier. Wollte sind unter Animation. Genau. Ja, man setzt hier nicht einfach die Tiere hin. Stellt den Radiuswinkel und sonst was ein, wie weit sie gehen können. Reichweite 9 und dann gehen die da, sondern man muss da dann einstellen in 2D oder vielleicht auch in 3D, keine Ahnung. Mit ewig vielen Funktionen soll der jetzt geradeaus gehen, soll er links gehen, soll er rechts gehen und so weiter. Also nicht so meins. Noch mehr Programmierarbeit. Das reicht schon bei großen Bahnhöfen. Aber da kann man leider nichts machen. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen gemischt hier. Hühner laufen. Schauen, dass wir die nicht aus dem Zaun jetzt trennen hier. Das dürfte eigentlich passen. Genau, dann. Hühner normal. Habe ich jetzt hier irgendwas verändert? Hier ist 5, ne. Okay, dann. Gibt's da nicht mehr? Von Hühnern, die was picken oder so? Ja, doch, hier ist noch was. Okay, dann tun wir die Schotte auch noch mit rein. Und dann dürfte es auch reichen. Die kann man aber jetzt in einen größeren Winkel setzen hier, denke ich mal. Reichweite 8. So. Und weil die da gar nichts tun und nur rumstehen, das Ganze noch mal hier. Gut. Dann könnte das auch von den Hühnern her reichen. Ob ich den Zaun lasse oder nicht, werden wir sehen. Und ja,
dann würde ich eigentlich schon sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Und das war es jetzt mit dieser Aufnahme. Ich sage mal, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch geben bitte. Wenn ihr Ideen habt, einen Kommentar schreiben bitte. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mich gerne weiterempfehlen und ein Abo geben. Bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.